Ja, servus liebe Schüsselfreunde, willkommen zu einem neuen Video von Smogbusters.de. Wunderschöne Grüße aus Oberfranken. Ja, wir gehen weiter mit der WTO-Reihe. Ja, wer das Video noch nicht kennt, kann es mal abchecken, ist hier oben dann verlinkt, wo wir den gegrillten Lachs geraucht haben. Wer es noch nicht weiß, WTO ist eine Marke aus Russland. Da kosten 20 Gramm ungefähr so zwischen 20 und 35 Euro, weil es ein spezieller Tabak ist. Wir haben auch schon ein extra WTO-Info-Video gemacht mit dem Alex zusammen, mit einem Russen aus Landshut, ein Alex vom Shisha-Dome. Ja. An dieser Stelle schöne Grüße an dich, mein Freund. Könnt ihr auch mal hier abchecken oder ihr sucht es einfach mal. Ich glaube, der teuerste Tabak der Welt heißt das Video. Da habt ihr genauere Infos über WTO, weil wir wollen jetzt nicht lange darüber reden, sonst dauert das Video zu lang. Und genau, wir haben gesagt, ihr sollt entscheiden, was wir als nächstes probieren sollen. Wir haben nämlich noch Basilikum da, gegrilltes Steak und Pepperoni. Und Pepperoni, also Hot Chili. Zwischen den drei könnt ihr wählen. Und Peanut Butter. Peanut Butter, genau, aber das ist eigentlich wiederum geil. Das ist, na gut, warum nicht? Genau, zwischen den vier könnt ihr entscheiden. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, das Kommentar wieder mit den meisten Likes, das machen wir. Und heute geht es um den Original, also um den Zigarrentabak. Und da hat sich eben der, wie heißt der nochmal? Ich blende es hier an der Stelle einfach mal ein, genau. Der Kai T, glaube genau, ich. Genau, der Kai T hat sich gewünscht und es haben viele geliked. Wir sollten einfach mal Zigarren, also echte Zigarren, mit dem Zigarrentabak vergleichen. Eine richtige Zigarre habe ich nicht da, aber das wäre jetzt auch eine Premiere. Ich glaube, das gab es noch nie bei uns, dass wir live in einem Video mal so eine Zigarello hier rauchen. Übelst also die sind von Power, also die Hausmarke von Netto, glaube ich, soweit ich das weiß. Ja, ja. Also ich habe da mal eine geraucht, ich habe fast gespeit. Also ich finde die Dinger übelst eklig allgemein. Ich mag Zigarellos, Zigarren oder sowas nicht so wirklich. Vielleicht zu Silvester eine rauchen, um die Böller anzumachen. Das war es dann auch schon. Zigarette rauchen tut man natürlich auch nicht, ne, nur zu besonderen Anlässen. Natürlich, jeden Tag. Nee, Quatsch. Ja, riecht dann einfach nach einer Zigarello-Zigarre. Und deswegen ja, werden wir dann die Zigarre uns gleich anzünden und werden es direkt mit dem Tabak vergleichen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle seht ihr mal ganz kurz den Kopfbau im WTO-Funnel. So, Freunde, genau wie versprochen, der Original-Kopfbau. Und hier habe ich noch einen anderen Original. Das ist jetzt quasi die starke Variante. Also das ist einfach stärkere Zigarre und das ist wegen schwächere und ich glaube auch ein bisschen süßere Zigarre, weil das riecht ein bisschen süßer. Wir haben uns jetzt für den entschieden, weil Juli ist eh nicht so der Zigarrenfreund. Deswegen probieren wir jetzt einfach mal den. Und ja, wie schon im letzten Video, im WTO-Funnel, wo 4 bis 6 Gramm Tabak reinpassen. Eine Lage Panzeralu. Das ist dieselbe vom letzten Mal. Kann man wiederverwenden, warum auch nicht. Hängt unten kein Tabak dran und deswegen würde ich sagen, haue ich da jetzt mal den Tabak rein und zeige ich dann noch ganz kurz, wie ich den Kopf gebaut habe und dann würde ich sagen, rauchen wir gleich los. Ja genau, Kopf ist gebaut, ihr seht es wieder schön unter den Rand. Da werden jetzt wie gesagt so 4 bis 6 Gramm Tabak drin sein. Mehr braucht man nicht, kann damit über eine Stunde rauchen, kann ich selber bestätigen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Fazit wieder. Genau, wir haben hier den WTO Kuba, heißt der. Beschreibungstechnisch im Internet steht einfach drin, ist ein bisschen ausgeschweift, dass es eben aus kubanischen Zigarrenblättern besteht, genau. Und halt was Exklusives sein soll. Wir haben hier noch den anderen, den, wie heißt der? Periqui. Periqui, genau, das ist einfach eine etwas stärkere. Genau, das ist wegen länger gereift. Wegen länger gereift, eine stärkere Sorte. Fermentiert nennt man es. Wie auch immer, Mr. Schlaumeier. Ich wollte es gesagt haben. Geruchstechnisch, ja, es riecht einfach nach süßlichem Tabak. Leichte Honignote, würde ich sagen, ist mit drinnen. Riecht aber halt nach nichts. Einfach nur nach normalem Grundtabak. Ja. Nach dunklen Grundtabak. Und halt wirklich extrem süß. Extrem also das ist komisch, ja. Aber riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Deswegen haben wir uns ja auch für den entschieden und nicht für den starken. Und ja, Juli, was sagst du? Gleich schon mal vor, bitte nicht in die Kommentare reinschreiben, wir könnten die Zigarette rauchen ist scheiße und hat mit Shisha Sinn nichts zu tun. Wir machen das nur rein wissenschaftlich, ne? Ja, nur in diesem Video. Deswegen, Freunde, puffe ich mir die jetzt mal rein, beziehungsweise zieh mal an den guten Stückchen hier rein. Muss mal schauen, ob ich die überhaupt richtig rum habe. Was ich sagen kann, Zigarellos, wir haben es extra nochmal nachgeschaut, es soll dasselbe Tabak drinnen sein wie in der Zigarre. Natürlich gibt es auch 1000 verschiedene Zigarren mit verschiedenen Blättern drin, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber da ist kein Zigarrentabak drin, sondern wirklich in den Zigarellos, wir haben extra gegoogelt, ist Zigarrentabak dran, also kommt es in der Zigarre doch recht nah. Ich kann schon mal zum Tabak sagen, zum WTO, er schmeckt echt geil, also was man das hat so eine richtige leichte Süßenote dabei und es schmeckt einfach nach Zigarrentabak. Und ich finde den geil. Also er schmeckt auf jeden Fall echt gut. Und Juli mag eigentlich so Zigarren rumzeug überhaupt nicht. Selbst ihm schmeckt er, glaube ich.
Ja, es schmeckt sehr, sehr südlich, sehr, sehr angenehm nach eben Grundtabak. Riecht auf jeden Fall nach Zigarre. Ich lasse erst mal einen Sascha kurz ziehen. Also ich würde sagen, eine gewisse Ähnlichkeit vom Grundtabak hat es auf jeden Fall, aber der hier, also die Zigarello, die brennt einfach wie die Sau und schmeckt halt sau. Und richtig bitter. Übelst richtig bitter. Also ich persönlich finde die Shisha geile. Ist nicht so ganz intensiv. Vielleicht ist der hier intensiver, können wir vielleicht auch nochmal probieren. Was heißt denn intensiv? Schmeckt halt nach Grundtabak. Schmeckt halt nach Grundtabak, aber der schmeckt halt noch anders da. Also schmeckt anders dabei, finde ich ekelhafter. Aber die Grundtabaknote finde ich ist auch da. Also auch so im Nachgeschmack irgendwie bisschen da. Also es kommt wirklich sehr, sehr nah an so eine Zigarelle und Zigarre. Ich weiß nicht, willst du noch rauchen oder soll ich es ausmachen? Also wir haben jetzt hier unseren wissenschaftlichen Test gemacht. Wir werden die ausmachen, weil, wie gesagt, mir schmeckt der Scheiß und ich mach's nochmal. Dafür auf jeden Fall mal ein Like da lassen, Freunde. Und rauch nicht zu viel auf Lunge, sonst scheißt du noch in die Hose. Ich glaube, bei Zigarello geht's. Es ist nur bei Zigarren. Ich weiß es nicht, wie es ist. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber ich kann sagen, er kommt nah ran und ich finde ihn echt verdammt gut. Ja, schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Also alle WDO-Sorten, die wir bis jetzt probiert haben, waren wirklich Spitzenklasse. Bin auf jeden Fall gespannt, was ihr euch aussucht. Wie gesagt, Chili, Peanut Butter, Basilikum und gegrillte Steak hätten wir noch im Angebot. Richtig. Und falls die vier ausgehen und wir die Wasai-Reihe weiterführen, habe ich auch noch gegrillten Mais. Aber die Dose ist noch komplett verschlossen, die will ich eigentlich ungern öffnen, weil das sind einfach so Raritäten. Aber wenn wir die Reihe wirklich weiterführen und wir bis zum Ende kommen, wenn wir nichts mehr haben, dann wird auch der aufgemacht. Und ja, dann würde ich sagen, grüßen wir noch unsere lieben Ultrapasters an dieser Stelle schon mal sorry, dass in letzter Zeit so wenig Videos kamen und dass wir euch in den letzten Videos nicht erwähnt haben. Aber ihr wisst, auch uns hat es mit Corona getroffen und halt Weihnachten und bla. Und ja, ist auf jeden Fall jetzt halt hier schöne Grüße an unsere Ultrapaster und schönen Dank an euch. Genau, vielen lieben Dank an den Timo Kautz, an den Niki, an den Flo Botz, an den Mark Hassmeier, Fabian Schütz, Shisha Tobi, Philipp Della Rovere, JD Banana King, lieber Johnny und an den Fabrice. Vielen herzlichen Dank an euch Boys, vielen Dank für die Unterstützung. Das Sascha wird sich jetzt apropos auch ein Streaming-Zockerzimmer einrichten. Richtig, da werden richtig. Wir eventuell auch mal streamen, sogar hier mit Greenscreen. Richtig, ne? Richtig. Lassen wir uns was einfallen. Ich sag Streams auf jeden Fall 2021 kommen wieder regelmäßig. Wir müssen natürlich schauen mit den scheiß Corona, da ist es zur Zeit ein bisschen schwierig. Aber ich denke auch das kriegen wir hin. Deswegen würde ich sagen, in diesem Sinne. Macht's gut, haut rein und Servus. Ich habe was vergessen. Scheiße, ich habe das ist das Wichtigste vergessen. Ja genau, ich habe was vergessen, also wir müssen es natürlich einfügen, das gab es noch bei keinem Video, das hat noch bei keinem Video gefehlt. Ja, an dieser Stelle, Shishas Hobby, Shishas Leidenschaft, in dem Sinne, macht's gut, haut rein und Servus.